ist nämlich schon mal Paartherapeut, Psychologe, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Gibt noch ein paar Plätze. München ist ausgebucht in Hamburg und Frankfurt für einen typischen Praxistag. Gibt noch ein paar Tickets für die Lesung in Wien in einer Woche, glaube ich schon. Ne? Ja. ja, heute haben wir echt ein cooles Thema, muss ich wirklich sagen. Und zwar geht es um das Thema Polarität. Also ist Pokémon und nerdig sein, Computerspiele zocken, kann man trotzdem, oder kann das, ist das polar, so, ne? Und könnt ihr auch solche Fragen schicken über ein Formular auf liebeschipp.de. Das ist eine Frage von Rocklox und er schreibt: Hallo, ich habe zwar eine relativ kurze Frage zum Thema Polarität. Ich bin Anfang 30, vom Typ leicht Nerd. Fühle ich übrigens alle. Ich habe ja auch was Nerdiges. Zocke hin und wieder und begeistere mich im kleinen Rahmen noch für Pokémon-Spiele. Ich habe eine fast vierjährige Beziehung hinter mir. Sie hat es nie gestört. Manchmal denke ich, ich muss einiges ablegen. Auf der anderen Seite vermute ich nur, wenn ich zu allem stehen kann, weiß, wer ich bin und was ich mag, kann ich wirklich in der Polarität ankommen und sagen, akzeptiert es oder geht. In der männlichen Polarität ankommen heißt doch, sich nicht darum zu kümmern, was andere sagen, oder? Ja, also natürlich könnte man da jetzt viele kurze Antworten drauf finden, aber ich hole mal ein bisschen aus, um auch mal wieder was immer wieder scheinbar schwer zu vermitteln ist, das Thema Polarität. Werde ja auch ein ganz neues Buch drüber schreiben. Es kommt im Herbst raus, Feuer und Flamme wird das heißen. Und ja, gut, männliche Polarität kann man auf viele Arten aufbrechen. Man kann es aber auch aufbrechen auf Sachen, die man tut und Sachen, die man zeigt und auf den Vibe, den man ausstrahlt, das Mindset so, ne? Und warum ist Polarität überhaupt wichtig? Ich meine, ohne irgendwelche unterschiedlichen Pole in Beziehungen spüren wir halt keine sexuelle Chemie so oder nur nicht über einen langen Zeitraum. Und ja, also die Natur hat uns halt so programmiert, dass auch unterschiedliche Sachen wichtig sind. Und auch wenn wir jetzt in so einer technischen Welt angekommen sind, das kann man, werde ich auch alles mit Studienergebnissen noch und nöcher belegen, beim neuen Buch kann man alles zeigen, dass Männer und Frauen halt unterschiedliche Sexualstrategien haben und natürlich wird das durch Kultur überformt und so. Aber letztlich hat das halt mal einen evolutionären Vorteil gebracht und männliche Polarität ist halt, ja, denke ich, haben wir auch schon eigentlich oft darüber geredet, also ist halt in seiner Kraft sein, zu sich stehen, Rückgrat haben, Power haben, Status haben, also männlichen Status haben, männlich gelesenen Status haben, Sachen auch mal trennen können, Mission haben, sein Ding machen und so weiter. Und das kannst du durchaus durch äußere Sachen auch transportieren. Das versuchen auch ganz viele, ne? Die sagen sich, hey, gibt es ja auch Forschung drüber, so ein V-Körper mit Muskeln ist irgendwie attraktiv. Und gucken halt, was sie ändern können, das zu ändern. Dann zu sagen, hey, ich gehe ins Fitnessstudio und das kommt bestimmt polar rüber, wenn ich viel Muckis habe und so. Oder auch, machen glaube ich auch viele Männer unbewusst, versuchen, einen hohen Status zu bekommen im Leben. Man sagt ja auch immer, der Mann wird erst, ne? Versuchen, einen hohen Status zu bekommen und in ihre Kraft zu kommen, um dann auch letztlich bessere Dating-Voraussetzungen zu haben. Macht doch mal nochmal ehrlich, darum geht es ja das meiste im Leben irgendwie. Und insofern kann es durchaus Sinn machen, an äußeren Stellschrauben zu drehen, ne? Und zum Beispiel coole Hobbys zu haben, ne? Oder eben trainiert zu sein. So. Und da ist auch nichts gegen einzuwenden, aber das letzte Level, und da kommen wir auch wieder ein bisschen zurück zur E-Mail, das höchste Level, was es gibt in der Polarität, ist ein polares Mindset zu haben, so, ne? Und ich habe da mal, ich glaube, auf wie TikTok oder so mal so ein Ding gesehen, da hat eine Frau gesagt, ein
Mann in seiner erwachten männlichen Polarität geht nicht ins Fitnessstudio. Habe ich erst kurz so, was will die denn? Kurz drüber nachgedacht und dann dachte ich, ja, aber ich verstehe, was sie meint. Ich verstehe, was sie meint. War sowieso echt ein interessanter Kanal. Die hat echt viele coole Sachen gesagt, fand ich. Und ich verstehe, was sie meint. Also der zweite Satz war allerdings auch, der Mann sitzt nicht auf dem Sofa und besäuft sich jeden Tag, sondern sozusagen der polare Mann bekommt sein Training, weil er sich sowieso körperlich aktiv in der Natur bewegt und das ergibt sich quasi so von nebenher, beim Holzhacken vielleicht oder beim Snowboardfahren, keine Ahnung, wer weiß. Aber auf jeden Fall fühle ich diese Sache, weil sich sozusagen sehr zu bemühen, im äußeren Polar rüberzukommen, hat eigentlich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, hat halt schon wieder was Unpolares, weil man sich schon wieder so, weiß ich nicht, ich mache mich abhängig davon, wie mich Frauen finden, jetzt muss ich ganz schnell in die Fitnessbude gehen das ist auch viel bei, finde ich auch teilweise bei, vielleicht nicht überall, aber teilweise bei im Pickup auch, dieses so, ja, also das ist man immer noch so abhängig von Frauen, wenn man versucht, so die coolste Pickup-Line zu haben, nur um irgendwie sein Ego zu bestätigen oder manchmal vielleicht auch in Red Pill, manchmal vielleicht nicht. Aber eigentlich brauchst du dieses Mindset von ist mir alles scheißegal, ich mach mein Ding irgendwie so, ne? Das ist wirklich komplett polar und man sieht das auch, wenn wir gucken ja ab und zu mal so Dating-Sendungen im Fernsehen oder Trash-TV so und da sieht man ja manchmal auch, dann kommen dann 6 Männer rein, alle gleich guten Körper, klar gibt's Vorlieben bei den Frauen, ne? Aber alle gleich guten Körper und trotzdem total unterschiedlicher Erfolg in diesen Dating-Formaten. Warum? Weil die Polarität komplett anders ist. Du kannst ein 1er, das sieht man auch immer wieder in diesen Dating-Sendungen, dass die Männer, ist ja auch viel leichter in jungen Jahren, Top-Körper sich antrainieren, aber nicht dieses polare Mindset haben und immer noch, also das, wir hatten jetzt gerade mal wieder Tour to Handle geguckt, so englische Sachen auf Netflix und erste Staffel, da können wir es auch wieder total gut sehen, dass, haben alle eine Riesenklappe, kommen da rein, sehen Bomber aus und manche räumen ab und manche räumen auch nicht ab, so, ne, warum? Weil sie cheesy Pickup-Lines haben und einfach diesen Vibe nicht haben, so, auch wenn sie noch so eine große Klappe haben, so, ne. Und du kannst natürlich viel wettmachen mit, klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Pilot bist oder irgendeinen coolen Beruf hast oder, keine Ahnung, Hallenhalmer Wettmeister bist, dann, ja, kannst du viel wettmachen, muss vielleicht nicht noch unbedingt obendrein polar sein, weil das reicht irgendwie schon, keine Ahnung. Aber so für die Männer da draußen, so an diesem polaren Vibe zu arbeiten, macht tatsächlich super viel, macht einfach super viel Sinn, ne? Und dieser polare Vibe ist eigentlich, ich mache mal ein Ding und entweder, weiß ich nicht, Frauen stehen auf mich oder nicht. Also ich sag mein Interesse, ich bin selbstbewusst, wenn ich eine gut finde, dann sag ich das auch, hey, ich finde dich cool. Und ich werde dir aber nicht irgendwie mich beweisen. Das ist nämlich gerade nicht Polarität, dieses Qualifying, wie das manchmal genannt wird, dieses, ach, guck mal, wie toll ich bin, guck mal, ich habe einen Porsche, guck mal, ich habe dies, ich habe das und ach. Und nee, das ist gerade nicht, das ist da sitzen und sagen, hey, ich bin sowieso gut genug. Das ist natürlich auch könnten wir jetzt auch aus der weiblichen Polarität ganz ähnlich aufziehen, aber lassen wir jetzt mal, ich bin eh gut genug, werde es hier ein schönes Date mit dich haben, ich muss mich ja nicht beweisen und ich muss einen Scheiß, ne? Das ist halt auch männliche Polarität. So, ja. Gut, jetzt haben wir einen riesen 10 Minuten langen Schleife gemacht und also darfst du Pokémon gut finden und vielleicht Computerspielen und was weiß ich. Ja, natürlich. Und es findet vielleicht nicht jede Frau gut, aber du kannst an deinem Vibe arbeiten, dass du sagst, ja, mich gibt's nur mit Pokémon. Und du siehst es ja auch, dass es bei deiner ersten Freundin auch funktioniert hat, nur weil, vielleicht denkst du jetzt, es hat dich funktioniert, das kann ja auch sein, weil du nicht genug in der Polarität warst, aber da würde ich nicht anfangen mit den Pokémon-Karten so, ne? Sondern würde ich eher anfangen mit so einem Mindset und
So für die Polarität, auch für die weibliche, sind auch, denke ich, auch dieser Selbstbehauptungskurs übrigens super. Also einfach dieses schon über so ein, indem du mal andere Verhaltensweisen ausprobierst, auf so einer ganz verhaltensorientierten Weise, ne? Einfach mal Leute mehr ansprichst, Leute fragst, mehr forderst, mehr Nein sagst und so. Also durch dieses Tun ist das meiner Ansicht nach der kürzeste Weg. Du kannst dir natürlich auch gerne mal innere Kinder aufmalen und was weiß ich, kann man alles machen. Ist auch sicherlich hilfreich, aber meiner Ansicht nach kommt der letzte Push, kommt wirklich, und du kannst auch gleich mit anfangen, indem du einfach ja, polare Dinge tust und selbstbewusste Dinge tust und da an dir arbeitest. Ne? Und vielleicht, ich, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht jemand, der gegen Training ist oder so, ne? Hast du auch gar nicht gefragt hier, aber auch so konsequent trainieren, egal was du jetzt trainierst oder was jetzt Muckibude ist oder irgendein Sportart, konsequent trainieren. Ja, natürlich hat das viel mit Polarität zu tun, weil dafür, auch dafür brauchst du eigentlich ein polares Mindset, ne? Dass du bleibst dran, du hast Ziele und was weiß ich. Aber es ist mehr so dieses, also letztlich reagiert eine Frau meiner Ansicht nach oder auch in schwulen Beziehungen auch, bleiben wir es mal einfach hier, reagiert eine Frau auf diesen polaren Vibe, ne? Und wenn es nur irgendwas Erkauftes und Antrainiertes ist, kann das ganz schnell nach hinten losgehen und kann eine Frau ganz schnell den Vibe verlieren, weil sie merkt, da ist eigentlich nichts dahinter. Da gibt's, das wirkt zwar von außen polar, aber es gibt keinen polaren Vibe, ne? Also der Vibe ist letztlich das Allerwichtigste und deswegen ist es eine sehr gute Frage und ich würde sagen, gehst da genau in die richtige Richtung. Und ja, es wird nicht jeder Frau gefallen, dass du Pokémon gehandelt hast. Aber das ist ja genau der Punkt. Du läufst nicht hinterher. Du, klar, freust dich, wenn du wieder eine tolle Frau findest und so, aber du verbiegst dich nicht für sie so, ne? Weil das ist immer das Ende der Polarität, dass du dich anfängst zu verbiegen für eine Frau, so, ne? Also insofern, gute Sache und auch in meinem Dating, also auch wenn du mal Polarität lernen willst, macht einfach diese Dating-Kurse. Das ist wirklich so preisgünstig nach wie vor, finde ich wirklich. Und weil das ist auch exakt, was ich auch gemacht habe. Und ich habe meinen wirklich durch die gleichen Sachen meinen Dating-Erfolg wirklich verzigfacht, würde ich mal sagen, so gefühlt zumindest, also deutlich verbessert. Und ich hatte auch nicht gleich so ein krasses Mindset, sondern ich habe einfach durch dieses Üben von polaren Verhaltensweisen kommst du sozusagen immer mehr rein. Und irgendwann wird es dann zu deinem Vibe so, ne? Das ist das eigentliche Ziel, aber du kannst nicht von Null auf Vibe kommen. Und meiner Ansicht nach sind gezielte Verhaltensänderungen, dass du einfach gezielte, ist auch, steht auch alles drin, gezielte Verhaltensänderungen beim Dating machst, kommst du schon gleich viel polarer rüber. Dann hast du noch nicht automatisch einen polaren Vibe, aber der jedes Mal, wenn du merkst, hey, das läuft besser, die Dates, jedem guten Date wird dein Vibe ein bisschen polarer. Und das ist letztlich in der weiblichen Polarität genauso. Und deswegen, ja, man kann das üben und dann kommst du auch nach und nach in diesen Vibe. So, ne? Und ich glaube, dass jeder Dating-Coach vor allen Dingen kennt irgendjemand, der nicht in die Muckibude geht, der vielleicht alle möglichen, auch körperlichen Mängel hat womöglich, der nicht reich ist und trotzdem eine fucking Frau nach der anderen abschleppt, weil er den Vibe hat, weil er einfach cool ist, selbstbewusst, ja gut hier diesen neckenden Smalltalk kann, nicht needy ist, sich nicht scheut zu sagen, wenn er was er will, wenn er eine Frau gut findet, Risiken eingeht und das sind alles Sachen, die haben erstmal mit, ob du Pokémon spielst, ob du Muckibude machst, gar nichts zu tun. So, ne? Trotzdem gibt es natürlich viele Verbindungen, ne? Zwischen außen und innen. Ne? Ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht noch mehr Verwirrung ausgelöst und war verständlich. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Was habe ich sonst noch irgendwas auf dem Zettel heute? Dachte mal, ich wollte irgendwas noch sagen, aber egal. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Also, unterstützt mich auch gerne mit, ich vergesse das immer wieder. Es gucken ja nicht alle die Videos und haben es auch abonniert, den Kanal. Ich weiß, man muss das teilweise ja gar nicht mehr machen auf YouTube, aber es hilft sozusagen dem Algorithmus. Also drückt gerne mal, ich will, dass wir mal jetzt über die 40.000 kommen, da fehlen noch irgendwie 100 oder so.
Drückt einfach mal auf den Abo-Knopf, wenn er sagt, Mensch, ich profitiere so von dem kostenlosen Content hier. Dann freue ich mich auch über so ein Thanks unten oder eine Kanalmitgliedschaft. Haben auch gerade in der letzten Zeit wieder viele gemacht und oder einige, sagen wir mal so. Und freue ich mich sehr darüber. Vielen Dank für eure Unterstützung.